Warum möchte ich ab- oder zunehmen? Was wird sich in Ihrem Leben ändern, wenn Sie Ihr Ziel und Wunschgewicht erreicht haben? Die Ursachen und Folgen müssen wir uns natürlich nochmal genauer anschauen. Also die Ursachen für Übergewicht, welche sind da erkundet? Ganz klar die positive Energiebilanz als erster Faktor. Positive Energiebilanz bedeutet ganz konkret, wir nehmen mehr Energie in Form von Kilokalorien auf, als wir verbrauchen. Und wenn wir das tun, steigt unser Körpergewicht. Die negative Energiebilanz beschreibt genau das Gegenteil. Wir verbrauchen mehr Energie, als wir aufnehmen, und dann fällt das Körpergewicht. Und eine ausgeglichene Energiebilanz würde bedeuten, es hält sich etwa die Waage, die Energieaufnahme und der Energieverbrauch. Und in dem Fall halten wir unser Körpergewicht. Das ist grundsätzlich die wichtigste Säule. Das heißt, wenn wir davon sprechen, dass ein Mensch abnehmen möchte, dann müssen wir in die negative Energiebilanz kommen. Punkt. Wenn ein Mensch untergewichtig ist und zunehmen möchte, dann müssen wir in die positive Energiebilanz kommen. Punkt. Das ist ganz wichtig, dass den Menschen das klar ist. Das erkläre ich jedem Unter- und Übergewichtigen, der bei mir in der Praxis ist, gleich in der Erstkonsultation. Dieses Modell von Energiebilanz erläutere ich sofort, weil das ist etwas, was leicht verständlich ist. Und was ich auch sofort erläutere, ist eine Zahl, die ihr alle kennt aus der Ernährung, aus unserem Ernährungsmodul, nämlich die Zahl 7500. Was will ich damit sagen? Ich wiederhole es gerne nochmal. 7500 Kalorien sind die Menge, die wir benötigen an negativer Energiebilanz, um 1 Kilogramm Fett abzubauen. 7500 Kilokalorien. Schreibt die Zahl gerne nochmal auf, damit wir die uns wirklich merken. 7500 kcal. Was heißt das? Wenn wir pro Tag 500 Kilokalorien weniger aufnehmen, als wir verbrauchen, und das ist in Kalorien gerechnet die Zahl, die ich in den meisten Fällen ansteuere. Ausnahme sind spezielle Kuren, über die wir noch sprechen, wo wir noch niedriger gehen. Aber im normalen Alltag sollten wir als Tendenz ansteuern, in die negative Energiebilanz pro Tag zu kommen von 500 Kalorien. Mal vereinfacht ausgedrückt, ich verbrauche 2000 und ich nehme nur 1500 auf. Dann habe ich eine negative EB, Energiebilanz, von 500 Kalorien. Das ist realistisch machbar, ohne dass die Menschen sich zu stark kasteien müssen. Und es wirkt. Aber es wirkt nicht innerhalb von einer Woche, sondern es wird auf die Dauer gerechnet. Weil, jetzt machen wir eine einfache mathematische Rechnung, 7500 durch 500 ergibt 15. Heißt im Kontext oder im Klartext, nach 15 Tagen habt ihr die 7500 erreicht und damit 1 Kilogramm Fett abgebaut. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich gestern nochmal erwähnt habe, dass wir ansteuern, 2 Kilo pro Monat zu verlieren, weil das sind die 7500, von denen ich rede. 7500, alle 15 Tage 1 Kilogramm Fett, also pro Monat 30 Tage 2 Kilogramm Fett. Das ist die Zielsetzung als Orientierung. Wir werden nicht in die reine Kalorienzählung gehen. Weil da würden wir auch konkurrieren mit Diätsystemen und Ernährungskonzepten, die wir nicht fördern. Aber das Thema komplett außen vor zu lassen, ist genauso unklug. Weil es führt sehr häufig dazu, dass wir das Ganze so ein bisschen aus dem Bauch heraus, ja, ich ernähre mich doch leicht, also ich müsste doch definitiv abnehmen, aber komischerweise nach 6 Monaten hat er 2 Kilo mehr auf der Hüfte, statt 20 weniger oder 10. Das ist sehr häufig die Realität. Deswegen brauchen wir ein paar Zahlen, Daten und Fakten und ein paar Kalkulationen. Denkt also an die 7500, das heißt konkret 500 pro Tag. Wenn wir in Kurkonzepte zwischenzeitlich einsteigen, dann können wir auch 1000 reduzieren pro Tag. Das würde ergeben 1 Kilogramm pro Woche. Ja, oder sagen wir mal bei 1000, ja, circa eine Woche, ne? 7 Tage. Wenn wir 1000 weniger aufnehmen, als wir verbrauchen. Und wir haben immer 2 zentrale Stellschrauben, über die wir agieren können. Das eine, da habe ich 3 zentrale Stellschrauben. Das eine ist, dass wir unseren Grundumsatz beeinflussen, das heißt unseren Energieverbrauch in Ruhe. Den können wir beeinflussen durch unseren Lifestyle, zum Beispiel unseren Schlaf. Den können wir aber auch beeinflussen, indem wir uns bewegen. Bewegung hat gleich mehrere Vorteile. Erstens, wir erreichen einen erhöhten Leistungsumsatz, das heißt wir verbrauchen zusätzlich Energie für die Bewegungseinheit. Und zweitens, wer sich regelmäßig bewegt, steigert seinen Grundumsatz in Ruhe. Das heißt also, wenn jemand ein halbes Jahr lang sich jeden Tag bewegt hat oder wenigstens jeden zweiten Tag gezielt bewegt hat, wir kommen heute dazu, der wird nach diesem halben Jahr einen mindestens 20-25% höheren Grundumsatz erreichen. Vorausgesetzt, die Bewegung war nicht ausschließlich Yogasana.
Wenn ihr also nur Asana auf der Matte macht oder Nidra, Yoga Nidra macht, dann werdet ihr euren Grundumsatz nur wenig beeinflussen. Aber wenn ihr in das Ausdauertraining einsteigt, gepaart mit etwas Kraftübung, aber vor allem ins Ausdauertraining einsteigt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr euren Grundumsatz signifikant anhebt, aber ihr müsst ein halbes Jahr Geduld haben. Das zeigen die Studien. Ja, also wer nur sagt, ich mache mal 3 Wochen oder 4 Wochen, hat ja wieder nichts gebracht, der hat einfach nur wieder seinen Vata im Geist zum Tragen kommen lassen und hat dann einfach sich nicht die Chance gegeben, zu schauen, wo wir hinkommen können. Es ist ein Weg. Menschen, die eben zu süß gelebt haben, haben es jetzt etwas bitterer vor sich. Und deswegen hatte ich auch gestern ganz am Anfang die Folie aufgelegt, bist du bereit zu leiden? Aber irgendwann wird es ja auch nicht mehr zu leid. Irgendwann wird ja diese Bewegung und auch diese Veränderung der Ernährungsgewohnheiten und Lebensgewohnheiten zur Freude, weil wir sehen, wie wir uns damit fühlen. Wir kriegen ein völlig neues Lebensgefühl, ein völlig neues Körpergefühl. Und in dem Zusammenhang möchte ich gleich eine wichtige psychologische Methode einbauen, nämlich die Frage nach der Motivation. Wir hatten gestern schon darüber gesprochen, diese Frage zu stellen, warum möchtest du abnehmen? Das gleiche gilt übrigens auch beim Untergewicht. Warum möchtest du zunehmen? Und diese Frage ist die entscheidende Frage. Was ist die Motivation hinter deinem Gewichtsreduktionswunsch? Ist es eine allgemeine Motivation? Ja, ich will Krankheit vorbeugen. Ist es vielleicht eine soziale Motivation? Ich habe das Gefühl, dass ich einfach im sozialen Kontakt mit anderen deutlich eingeschränkt bin. Ist es möglicherweise eine partnerschaftliche Frage, dass ich sage, ich bin schon seit Jahren partnerlos und habe auch das Gefühl, mit dem Körper werde ich keinen Partner finden. Auch eine Möglichkeit. Habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie diskriminiert, stigmatisiert werde am Arbeitsplatz? Zum Beispiel gibt es Studien, die belegen, traurige Studien, aber es ist realistisch, dass Menschen, die adipös sind, bis zu 20% weniger Gehalt verdienen. Das sind Realitäten. Deswegen sage ich immer, es ist hilfreich, solche Statistiken sich anzuschauen. Bleibt aber bitte nicht nur bei der Frage, warum möchte ich ab- oder zunehmen, sondern eine viel kraftvollere Frage ist, was wird sich in Ihrem Leben ändern, wenn Sie Ihr Ziel und Wunschgewicht erreicht haben? Diese Frage ist viel kraftvoller. Was, Frau Müller, und das schreibe ich auf, schreiben Sie auf, Sie kriegen hier ein Blatt Papier von mir, oder wir schreiben es gemeinsam an die Tafel und Sie fotografieren danach die Tafel. Was wird sich in Ihrem Leben ändern, nachdem Sie Ihr Ziel und Wunschgewicht erreicht haben? Was, Frau Müller, werden Sie tun, was Sie jetzt nicht tun können, was Ihnen aber so sehr am Herzen liegt? Und was, Frau Müller, werden Sie nicht mehr tun, was Sie aber momentan immer tun, wofür Sie sich selber verurteilen? Also, was wird sich in Ihrem Leben ändern? Was werden Sie tun, was Sie so gerne tun möchten? Und was werden Sie nicht mehr tun, was Sie momentan immer wieder tun müssen, zum Beispiel irgendwelche Kleidung, die Sie eigentlich widerlich finden, zu tragen, mit der Sie ständig irgendwas verdecken, kaschieren oder sonstiges müssen. Ich habe Klientinnen, die mir sagen, Herr Steuernagel, ich hasse die Farbe schwarz, aber sie macht mich schlank. Und dann sagen die, schauen Sie mal in den Kleiderschrank bei mir, ich habe nur schwarze Kleidung. Würden wir ayurvedisch sagen, das ist auch nicht so wahnsinnig klug, wenn du sowieso schon depressiv bist, weil die Farbe schwarz wird Tamas zugeordnet. Jetzt sollen wir nicht so streng sein, ne? Es gibt genügend Länder wie Japan, China und so weiter, da haben die buddhistischen Mönche alle schwarze Gewänder. Die sind ja vielleicht nicht alle tamasisch, ja? Also das ist auch eine Kulturfrage. Aber trotzdem haben wir natürlich die Zuordnung, weiß wird Sattva zugeordnet, rot wird Rajas zugeordnet und schwarz wird Tamas zugeordnet. Das ist nun mal eine indische Zuordnung und der Ayurveda hat das auch adoptiert. Okay? Das heißt also, diese Frage zu stellen, was wird sich in Ihrem Leben ändern, was werden Sie tun und was werden Sie nicht mehr tun, ist eine ganz entscheidende Frage. Und wenn wir es schaffen, das mit den Werten in Verbindung zu bringen, das heißt, dass Menschen etwas tun können, nachdem sie ihr Wunschgewicht erreicht haben, was ihnen so sehr am Herzen liegt, von mir aus, dass sie als dicker Papa mal wieder imstande sind, mit dem Enkel Fußball zu spielen oder eine Fahrradtour zu machen oder irgendwo etwas, das dem Enkel oder dem Kleinen einfach so wahnsinnig viel Freude macht. Er sagt, Opa, komm doch mit und so weiter, aber Opa kann nicht, weil Opa kriegt keine Luft. Oder Opa fällt um, oder Opa ist herzbelastet oder sonst etwas. Wenn jetzt der Opa von Herzen Opa ist und ihm alles daran liegt, wirklich als Großvater für dieses Kind da zu sein, dass ein Wert von ihm ist und sagt, ich möchte meinen Kleinen total unterstützen, weil ich selber bin nicht unterstützt worden. Meine Eltern haben immer nur auf mich draufgehauen, bis ich irgendwann adipös wurde und ein BMI von 40 erreicht habe. Das ist ja ein realistisches Szenario, was wir sehen. Wenn du da andockst, und dieses Bild aufzeichnest, dann erreichen wir etwas ganz, ganz Wichtiges.
Wir erreichen einen ganz tiefen inneren Kern, der mit den Werten des Individuums in Verbindung steht. Und fast immer werdet ihr erleben, dass in dem Moment die Tränen kullern. Und es ist genau der Moment, wo ein Schmerz entsteht, nämlich dieser tiefe innere Schmerz, in dieser Traurigkeit, die entsteht, diese Hoffnungslosigkeit, die entsteht, dieses Gefühl, um Gottes Willen, was habe ich die letzten 10, 15, 20 Jahre lang eigentlich getan gegen meine Werte? All das, was mir wichtig ist, kann ich nicht tun, weil mein Körper mich verhindert. Also sucht bitte nach den Punkten, die momentan durch die Adipositas oder das Untergewicht eine Auslebung von Werten verhindern. Und wenn ihr das erreicht, dann seid ihr am Motivationsknopf. Das heißt, dann erreichen wir, dass Menschen wirklich motiviert sind, das Ganze anzupacken. Wenn es eher so eine Art Fremdbestimmung ist, kann das manchmal eine gewisse Motivation sein. Ich habe zum Beispiel sehr häufig Frauen und auch Männer, beide Geschlechter, die mir sagen, meine Partnerin oder mein Partner wird mich verlassen, weil meine Partnerin und mein Partner findet mich ekelhaft. Das ist eine Realität. Ja, und die sagen, ich habe Angst davor, weil meine Partnerin, gerade letzte Woche wieder einen Mann gehabt, meine Partnerin ist total sportlich, die macht Yoga, die ist total schlank, die ist auch total pfiffig und fit. Und ich werde immer träger, ich bin jetzt in die Rente gegangen, ja, werde immer dicker und merke auch irgendwie, der Kopf funktioniert nicht mehr so gut, ja, also auch so ein bisschen Prädement, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und ganz ehrlich, deine Frau hat recht. Was sollen wir drum herum reden? Wenn sie total wach ist, total fit ist etc. und merkt, dass du dich immer mehr tamasisch gehen lässt, ist doch nachvollziehbar und menschlich, dass sie sich vielleicht anderweitig orientiert. Dieser Fall, von dem ich gerade spreche, kann ich deswegen gut beurteilen, weil beide bei mir Patienten sind. Zuerst war die Frau Patientin, dann hat sie den Mann geschickt, jetzt ist der Mann noch geblieben und die Frau nicht mehr, die braucht mich nicht mehr. Das ist die Situation. Und die ist echt pfiffig. Ja, die hat voll Pep, das haben ja viele Frauen im höheren Alter, wenn wir ehrlich sind. Deswegen, die Männer hier unter uns, ganz wichtig, aufpassen, wenn wir älter werden, ja, dass wir nicht in diese Trägheit münden. Und das tun ganz, ganz viele Männer. Und wir haben ja auch eben die Zahlen gesehen, wie viele Männer fettleibig sind. Das ist jetzt nicht eine Positivaussage zu Frauen, weil da haben wir auch zu viel Übergewicht, aber im Vergleich sind die Männer dann noch etwas schwieriger. Okay? Also, wenn wir es schaffen, an dem Punkt anzudocken, der wirklich eine ganz tiefe innere Motivation aus Werteorientierung beinhaltet, dann werden wir viel mehr Kraft in die Behandlung bringen. Also die Ursache, positive Energiebilanz, die müssen wir verändern. Erklärt den Klienten die 7500 Kilokalorien-Regel. Viele sagen, oh, das habe ich aber nicht gewusst. Ja? Und wenn wir dann natürlich auch jetzt in die kalorische Betrachtung einmalig einsteigen, was ihr auf jeden Fall in der Gewichtsregulation tun solltet, nämlich indem ihr den Energieverbrauch der Klienten messt, dann könnt ihr sagen, schauen Sie, das ist in etwa Ihr Verbrauch unter der Voraussetzung, dass Sie so und so leben und sich so und so ernähren. Ja? Und wenn wir jetzt 500 weniger aufnehmen wollen, heißt das, unsere Aufnahme liegt bei, ich glaube bei unserem Beispiel, zum Beispiel 1500 Kalorien. Und dann macht es Sinn, ein paar Kalorienbeispiele mal zu übermitteln. Ohne, dass wir jetzt in den Kalorienrechner gehen. Ich habe trotzdem manche Patientinnen und Patienten, meistens sind es eher dann die Frauen, die haben dann die App, den Kalorienrechner, und dann geben sie immer das, was sie gegessen haben, alles in die App ein, und der rechnet ihnen und spuckt ihnen dann automatisch die Kalorien aus. Ich sage immer, wenn sie das glücklich macht, machen sie das. Aber mein Ansatz ist es nicht. Ich will aber schon sie ein bisschen aufmerksam machen darauf, dass unsere leckeren Emma Vollkornspaghetti von Rapunzel eben fast 380 Kalorien pro 100 Gramm enthalten. Jetzt müssen wir darüber reden. Entweder Sie essen davon weniger und sagen, ich bin aber gut gesättigt und dann passt das. Aber Sie können eben nicht die Nudelportion essen, die ich gerne esse, weil dann werden Sie mit dieser Pasta definitiv dick. Auch wenn die vielleicht innerhalb von Pastas die gesündeste Form von Pasta ist. Ja, das heißt also, viele wissen gar nicht, worin ist wie viel eigentlich enthalten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen werden wir uns auch gleich ein paar ausgewählte Nahrungsmittel, die im Ayurveda sehr häufig verzehrt werden, anschauen und deren Kaloriengehalt uns angucken. Punkt Nummer 2, Bewegungsmangel. Ganz klar, die positive Energiebilanz resultiert ja sehr häufig aus Bewegungsmangel heraus. Das heißt, wenn wir uns nicht bewegen, haben wir einen sehr geringen Leistungsumsatz. Und wir werden sehen, wenn wir beim Thema Vyayama Chikitsa nachher sind, also bei der Bewegung, dass es hierbei nicht darauf ankommt, dass wir Höchstleistungsbewegung machen. Ganz im Gegenteil. Je höher unsere Herzfrequenz während einer Belastung arbeitet, das werden wir auch gleich in Zahlen uns dann anschauen, desto mehr kommen wir ins Cardio-Training oder ins Hochleistungstraining. Also jemand, der sagt, ich will sportliche Leistung erreichen, ich will fitter werden, ich will kraftvoller werden, ich will dynamischer werden, ich will schneller werden. Ne? Aber das sind ja nicht unsere primären Ziele. Wenn wir hier von Gewichtsreduktion reden, also die sogenannte Fettverbrennung, dann kann ich euch schon mal eine wichtige Zahl nennen. Und diese Zahl lautet 120. Könnt ihr euch gleich mal aufschreiben.
120 Schläge pro Minute ist für 99% unserer Klienten die maximale Herzfrequenz, auf der sie trainieren dürfen. Und in der Regel ist die minimale 105 bis 110. Ja, nehme ich schon mal vorweg hier, ich bin gerade bei dem Punkt 10. Sagen wir mal 110 bis 120, das trifft in über 90% der Fälle zu. 110 bis 120 Schläge pro Minute sollte die Herzfrequenz sein, mit der wir eine physische Belastung durchführen. Ob das jetzt als Belastung Wandern ist, ob das als Belastung Joggen ist, ob das als Belastung Radfahren ist, ob ihr sagt, ich mache irgendwas anderes, wichtig ist die Herzfrequenz, der sogenannte Fettverbrennungspuls, wie man das immer so schön sagt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir dann bei der Ernährung sind, dass wir das messen. Ja? Heutzutage gibt es so viele Messuhren und Möglichkeiten, seinen Puls während einer Bewegungseinheit zu messen, dass wir diese unbedingt nutzen sollten, damit wir hier nicht in den hohen Puls geraten. Ja? Das heißt also, wenn wir im 140er Puls trainieren, dann wird das natürlich eine Kardioleistung erzeugen. Unser Herz-Kreislauf-System wird natürlich sehr profitieren und wir werden trotzdem auch abnehmen, weil wir ja sehr viel Energie verbrauchen. Ja, wir könnten sogar argumentieren, naja, je höher ich in meiner Frequenz bin, desto mehr Energie verbrauche ich. Richtig. Aber wichtig ist, es geht nicht nur um die Frage des Energieverbrauchs, sondern es geht ganz stark um die Frage, wie arbeitet mein Stoffwechsel, und das werden wir uns dann gleich anschauen, woraus, aus welcher Energiereserve zieht mein Körper die Energie? Und wenn wir im Hochleistungsbereich sind, und das werden wir gleich sehen, dann wird vor allem Glucose verstoffwechselt. Das heißt, wenn ich auf 140 laufe, verwendet mein Körper nicht die Fettreserven, sondern die Glucosedepots, Glykogen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, das heißt, wenn wir also Fettverbrennung haben möchten, brauche ich eine extensive Leistung, ausgedehnt, je länger, desto besser. Ja, deswegen sage ich immer denjenigen, hatte gerade eine Patientin, die gesagt hat, sie machen immer gerne Wanderungen. Ja, eine Allgäuer Patientin von mir, die gehen dann immer gerne in den Allgäu, in die Berge und wandern dort. Da habe ich gesagt, super. Ja, aber sie hat immer schlechtes Gewissen, dass sie keinen richtigen Sport macht. Also sie gehen doch wandern regelmäßig. Ja, ich habe gesagt, jetzt versuchen sie es nur noch ein bisschen zu erhöhen, nicht nur einmal die Woche, sondern wenn es geht schon ein zweites oder drittes Mal die Woche, dann sind wir schon viel eher dabei. Aber ich habe ihr gesagt, jetzt besorgen Sie sich eine Pulsuhr und schauen Sie sich mal an, auf welcher Pulsfrequenz Sie in etwa wandern, plus minus. Dann können Sie schauen, brauchen Sie ein bisschen mehr Speed oder müssen Sie ein bisschen langsamer laufen. Beides ist möglich. Ja, am Anfang müssen Sie meistens langsamer laufen, wenn Sie nicht trainiert sind. Und wenn Sie dann gut trainiert sind, müssen Sie ein bisschen mehr Speed geben. Und dann lassen Sie uns irgendwo bei 110 bis 120 uns einpendeln. Und wenn Sie jetzt eine Wanderung mit 3-4 Stunden machen, sind Sie in perfekter Fettverbrennung. Besser geht gar nicht. Das ist viel besser wie jeder Hochleistungslauf oder sonstiges. Okay? Dann sagen Leute oft, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte immer, man muss sich völlig auspowern etc. Falsch. Stoffwechseltechnisch absolut falsch. Okay? Rein energieverbrauchstechnisch ist das okay. Da stimmt die Kalkulation. Aber was habe ich davon, wenn mein Körper nur die Glukosereserven aufbraucht und nicht primär ans Fett geht? Ja? Weil hier geht es uns ja primär ans Fettgewebe. Also Bewegung. Weitere Ursachen? Erziehung und Lebensstil, hatten wir gerade gesagt. Ne? Wenn die Eltern schon fettleibig sind und sich wenig bewegen und vor allem wenig Aktivität einbringen. Chadaka hat schon beschrieben, geistige und körperliche Aktivitätsmangel führt zu Stolia, zu Übergewicht. Und übermäßige körperliche und geistige Aktivität führt zu Karshya, der Auszehrung. Das heißt, wir brauchen einen Mindset, eine Aktivitätssteigerung bei vielen. Natürlich, wenn ihr merkt in der Anamnese, da brauche ich keine Steigerung, der ist eher überaktiv, dann brauche ich ja nichts zu steigern. Das ist ja klar, wir gucken uns immer den Fall individuell an. Aber sehr häufig haben wir eben diesen trägen Lebensstil, auch so dieses Erziehungsprinzip, du musst nicht alles selber machen, du musst nicht alles aufheben, du musst auch nicht das Haus mal putzen oder sonstiges, sondern alles so ein bisschen lax, ne? Wo man so sagt, ach Gott, komm, da irgendwann kommt doch am Montag wieder die Putzfrau, die macht's doch dann und so weiter, was soll ich noch den Müll rausbringen? Statt zu sagen, ich habe so eine Haltung, wenn ich was sehe, dann mache ich das gleich. Dann hebe ich das unten auf oder ich helfe mal jemand anderem oder ich schleppe mal die Getränkekiste aus dem Keller nach oben. Einfach diese grundlegende Bewegung im Alltag. Das macht unglaublich viel aus und das kann man heutzutage messen. Ja, also wenn ihr so eine, heutzutage ist ja ganz in, sind ja diese Gesundheitsuhren. Ne? Viele lieben Apple Watch zum Beispiel, wer so in die Vollen gehen will und ein bisschen Geld investieren will, holt sich die Apple Watch. Das ist die beste. Oder ansonsten die zweitbesten, die eigentlich sehr, sehr gut abgeschnitten haben, was ich auch selbst hier gerade am Handgelenk habe, ist die von Fitbit. Das ist ja auch eine relativ bekannte Marke. Das ist hier die Fitbit Versa 2 zum Beispiel, mit der ich ganz gerne arbeite, weil nicht jeder will jetzt 600-700 Euro oder 800 Euro für eine Apple Watch ausgeben. Da sagen mir viele, irgendwo nächstes Jahr gibt es die neuen, die nächsten Modelle und so, da sagen sie, Herr Steuernagel, das hat auch irgendwo eine Grenze. Und die Dinger kosten hier jetzt mit Armband, kostet die Uhr 250 Euro.
Ja, das ist auch nicht wenig, aber das geht. Und wenn du das normale Armband hast, glaube ich 150 oder sowas oder 180 oder sowas, liegst du da. Da hast du dann aber schon eine gute Uhr. Ansonsten kann man auch sagen, okay, dann nimmt eine günstigere Variante einfach nur zur reinen Frequenzmessung. Ja, ist auch immer die Frage, wie gut dann die Frequenz abgelichtet wird. Aber die kriegt ihr teilweise als Armbänder schon für 50, 60 Euro. Und das lohnt sich wirklich. Alternative dazu sind diese Polar-Brustgurte, kennt ihr vielleicht, ne, die man früher auch gerne verwendete. Aber mittlerweile geht man eigentlich fast ausschließlich auf die Uhren. Auch alle Sportler tragen diese Uhren mittlerweile, weil die haben sich bewährt. Ja, das ist wirklich stimmig. Und dann könnt ihr eben auch konkret sehen, wie viel ihr euch bewegt. Auch gerade diese Pedometer, die damit integriert sind, also die Schrittzähler, haben den großen Vorteil, dass ihr eben schauen könnt, wie viel habt ihr euch bewegt. Ich habe ja gestern schon gesagt, in der Vorbereitung für das Seminar am Freitag habe ich um 17 Uhr noch nicht mal 2000 Schritte vollzogen. Ja, das ist ein Alarmsignal. Wer will, kann sich dann auch gleich anbrummen lassen. Dann sagt das Gerät, pass mal auf, du musst dich wieder ein bisschen bewegen. Hast deine Bewegungsschrittzahl für die Stunde noch nicht erreicht? Andere sagen, will ich nicht. Ich zum Beispiel schalte solche Sachen immer aus. Ich mag keine Push-Informationen. Das will ich schon selber haben. Ich will selber entscheiden, ob ich jetzt drauf schaue. Ja, jetzt schaue ich gerade drauf und gucke mal meine Herzfrequenz an zum Beispiel oder anderes. Ja, oder ob ich eben meine Ruhe haben will. Das heißt, ihr könnt dann selber entscheiden, ob ihr sowas im Alltag tragen wollt oder ob ihr sagt, ich trage es nur in der Trainingseinheit. Aber es ist ein weiteres Tool, was man nutzen kann und was enorm hilft. Und was vor allem bei vielen, nicht bei allen, eine gewisse Motivation bringt. Ja, weil man wird wieder aufmerksam gemacht, aha, ich habe mich wieder zu wenig bewegt. Weil viele glauben immer, ich bin doch so aktiv. Aber wenn wir es mal in Zahlen ausdrücken, dann können wir sehen, ob du wirklich aktiv bist. Und wenn ich dann sehe, viele meiner Patienten kommen dann mit der Auswertung, weil das kannst du ja mit drei Klicks auf der Uhr, kannst du sofort zeigen, wie war die letzte Woche oder die letzten vier Wochen. Ja, und dann, die sind ja meistens dann auch mit den Smartphones verbunden, das heißt, du hast eine App und darin kannst du dir dann alles angucken und dann kommen die und zeigen mir ihre App von den letzten vier Wochen. Und wenn ich dann sehe, dass die jeden Tag mindestens 10.000 Schritte vollzogen haben, vielleicht sogar 12.000, 13.000 oder 15.000 vollzogen haben, weiß ich genau, wir sind bewegungsmäßig, haben wir ausgereizt, was auszureizen war. Wenn noch die Pulsfrequenz funktioniert hat, super. Dann fokussieren wir uns wieder mehr auf die Ernährung oder auf die Dravia, die wir geben oder bauen eine Ausleitung ein, wenn wir merken, wir kommen noch nicht weiter voran. Ja, also versucht auch das Ganze ein bisschen zu überwachen, Monitoring nennt man das, ja, und dann auch in konkrete Zahlen auszudrücken. Und ihr werdet sehen, dass ihr dann viel, viel bessere Ergebnisse habt, ja, und schnellere Ergebnisse. Und das ist natürlich gewünscht. Also mehr Aktivität. Genetische Ursachen, haben wir schon gesagt, ne, wenn die Eltern entsprechend fettleibig sind, ist es natürlich schwerer, aber das ist ja nicht automatisch dann der Grund aufzugeben, sondern zu sagen, ich habe das Risiko, aber es ist ja nur das Risiko, was vererbt wird. Wenn ich mich dann nach gewissen Richtlinien orientiere, kann ich natürlich völlig normgewichtig und mit meinem persönlich definierten Wunschgewicht ins Alter gehen. Auch wenn die Eltern beide fettleibig waren. Aber es wird natürlich schwerer und ich muss mehr aufpassen. Das ist klar. Dann natürlich gibt es Erkrankungen, wie zum Beispiel Nebennierenerkrankungen, Hormonstörungen, ja, wenn wir zu viele Östrogene produzieren. Oder zum Beispiel die Schilddrüsenunterfunktion, die Hypothyreose, die mit einer Verringerung des Grundumsatzes einhergeht. Das sind mögliche Gründe, die dazu beitragen, dass Körpergewicht schneller steigt. Da muss man natürlich die Grunderkrankungen mitbehandeln, das ist klar, und parallel die Maßnahmen der Gewichtsregulation einbringen. Dann gibt es Medikamente, die gucken wir uns gleich separat an, die als Ursache in Frage kommen, zum Beispiel Beta-Blocker. Ja, und in diesem Zusammenhang der Medikamenteneinnahme dann Gewicht steigt. Auch dort gibt es natürlich die Möglichkeit, viele Medikamente durch nicht gewichtssteigende Medikamente zu ersetzen. Das muss man mit dem Arzt besprechen, wenn man deutlich wahrnimmt, seit der Medikation und durch die Medikation ist das Gewichtsproblem aufgetreten. Dann kann man über Alternativen sprechen mit dem Arzt, der verordnet hat. Und natürlich parallel ein bisschen mehr Gas geben in anderen Säulen. Wenn wir merken, es ist ein Medikament, das führt zu Gewichtszunahme, aber ich brauche es unbedingt und es gibt keine brauchbare Alternative dafür, dann sagen wir, okay, das nehmen wir an. Dann versuchen wir einfach bei den ein oder anderen Säulen etwas mehr konsequent zu sein und das können wir fast immer ausgleichen. Ja? Aber man sollte wissen, Medikamente spielen hier eine Rolle. Störungen des intestinalen Mikrobioms, super spannendes Thema, lasse ich aber an diesem Wochenende außen vor, weil das besprechen wir im Oktober. Ja, da haben wir ein ganzes Wochenende zu Darmgesundheit und Mikrobiom. Mittlerweile geht man davon aus, dass die Darmbarriere, zu der ja das Mikrobiom gehört, ein zentraler Faktor ist in der Entwicklung von Übergewicht. Also, dass die Darmgesundheit ganz entscheidend mitwirkt. Nicht der alleinige Faktor, aber dass die Bedeutung viel größer ist, als man es noch vor 5 oder 10 Jahren dachte. Vor 10 Jahren dachte man eigentlich gar nichts, man wusste nichts. Aber vor 5 Jahren wusste man schon etwas mehr. Und natürlich psychische Probleme, ganz klar, wenn wir eben Depressionen haben, wenn wir beispielsweise starke Angststörungen haben, andere ausgeprägte Stressbewältigungsprobleme haben, kann es sein, dass wir kompensatorisch mehr essen.
Das kann aber auch umgekehrt sein. Viele Depressive essen auch nicht mehr und dann nehmen sie auch ab. Ja, also Gewichtsstörungen können in beide Richtungen entstehen durch psychische Probleme. Das sind die bekannten Ursachen. Die Folgen, die ebenfalls bekannt sind, Diabetes mellitus, Volksseuche Nummer 1. Ja, wir werden im Jahr 2050, wenn es so weitergeht, eine Diabetesrate weltweit haben, die nicht mehr zu bewältigen ist. Ja, also alle Diabetiker und Diabetologen, würde ich sagen, weltweit, wissen, worauf wir hinsteuern derzeit. Und wenn es sich nicht wirklich grundlegend verändert, das Ernährungs- und Bewegungsverhalten in den Industrienationen, weil das ist kein Problem der Entwicklungsländer primär, sondern vor allem der Industrienationen, dann werden wir natürlich dramatische Situationen erleben. Indien kommt hierbei eine ganz große Bedeutung zu, ne? Weil mit 1,3 Milliarden Menschen ist es ja das Land mit den zweitmeisten Menschen nach China, kurz davor. Ja, und es wird nicht lange dauern, damit Indien die höchste Population aufweisen. Und dort haben wir einen exponentiellen Anstieg von Diabetes mellitus. Ja? Seitdem in Indien westliche Lebensweise und westliche Denkweise Einzug erhalten hat, die Inder stehen ja voll auf Fast Food. Ja? In den Großstädten, in Mumbai, geht man zu McDonald's. Ja? Die essen komplett Fast Food, ein bisschen indisch angehaucht. Ne? Da gibt es noch einen Chutney dazu, ein bisschen scharf gemacht, aber sehr viel frittierte Speisen. Es gibt ja auch in der indischen Küche ganz viel frittierte Speisen. Es ist eine sehr hochkalorische Küche. Und das ist klar, das kommt nicht von ungefähr. Auch die vielen Sweets, die wir in der essen. Fettstoffwechselstörungen, ja? Alles rund um Cholesterinprobleme, LDL-Erhöhung, HDL-Erniedrigung, mit den Folgen, die natürlich bekannt sind. Gerade bei der LDL-Erhöhung, wenn die jahrelang besteht, ist natürlich die Gefahr für die Arteriosklerose mit den Folgen für Herz und Gehirn sehr hoch. Arthritis urica, die Gicht kann entstehen. Hepatosteatosis, die meisten Fettleibigen sind auch gleichzeitig Fettleberpatienten, ja? Das ist nur eine Frage der Zeit. Aus der Fettleber wiederum können sich chronische Lebererkrankungen, wenn sie nicht behandelt wird, entwickeln, was dann natürlich nicht schön ist. Cholelithiasis, Gallensteinleiden haben wir ganz häufig. Hatten wir gestern beim Fall auch. Die Hypertonie, also Bluthochdruck, ist sehr häufig assoziiert mit Übergewicht. Die koronare Herzkrankheit, die KHK, Vorhofflimmern, also kardial sieht es auch nicht so prickelnd aus. Ischämischer Schlaganfall kann eine Folge sein. Die Herzinsuffizienz. Da geht man davon aus, jemand, der 5 bis 10 Jahre lang adipös ist, der wird definitiv am Herzen Folgen davon tragen. Und das ist nicht einfach nur eine Kleinigkeit. Schlafapnoe haben ganz, ganz viele, haben auch Menschen, die normgewichtig sind, aber die Übergewichtigen haben das unheimlich stark ausgeprägt. Ja. Hypoventilation damit, dann haben wir eine schlechtere Sauerstoffversorgung. Arthrosen entstehen, Venenleiden entstehen. Erhöhtes Karzinomrisiko, das ist alles in Studien erwiesen worden, was die Folgen von Übergewicht sind. Depressionen, also in dem Fall dann somatopsychisch, ne, es gibt die Psychosomatik von Adipositas, dann haben wir eben die Depression als Grundlage und aus der Depression heraus entsteht eine Adipositas. Aber es gibt sehr, sehr häufig auch die somatopsychische Variante, wir sind fettleibig geworden durch zu viel Aufnahme von schwerer Nahrung und gleichzeitig zu wenig Bewegung. Und aus der Fettleibigkeit heraus ist sekundär eine Depression erwachsen. Und das Entscheidende ist die Verkürzung der Lebensspanne. Ja? Übergewichtige verkürzen ihre Lebensspanne, wenn sie leicht übergewichtig sind, nicht so sehr. Wenn sie stark übergewichtig sind, immer mehr. Und wenn sie adipös sind, über lange Zeiträume, dann gesichert.